ist wieder eine Fanfare. Nochmal deutlich darauf aufmerksam machen, dass Alexander Schütze von Alexander Schütze TV hier in Bologna einen sogenannten Subotnik-Amateurfilm macht. Das heißt also ohne Werbeeinnahmen. Das ist ein Lecker gibt hier vom Finanzamt oder wer auch immer. Also sind deutlich die Wahrzeichen, es gibt den großen und den kleinen schiefen Turm hier in Bologna, die wahrscheinlich immer noch möglicherweise der Stadt gehören, sondern steht drauf, da wurde der Bau des Turmes Asinelli angefangen, so genannt vom Namen der Familienbesitzer. Ja. Also es könnte durchaus möglich sein, dass also die Stadt Bologna, diese Familie und die Familie diese Stadt einen Deal gemacht hat. Das ist also das sogenannte Rewe-Kaufhallen-Prinzip, das Private im öffentlichen Auftrag wirklich sind in Bologna. Hier ist er wieder, der oberste Hirte mit dem Hirtenstock. Das ist also immer von meiner Sicht die rechte Hand, aber von seiner Sicht die linke Hand. Das ist also praktisch ein Hirtenstab, ein guter Hirte. Das ist praktisch ein Militär. Die Ordnanz, wirklich ein Mensch, der zum inneren Stab der Kirche gehört. In der Musikszene ist das natürlich Udo Lindenberg, der also links immer seine Zigarelle hochzeigt. Ja, das ist auch nicht gerade hin zur Kunst ist. Ne? Also er ist praktisch der Bürger der Bürger. Ja. Wenn auch die Kinder sind und dann Deutschen Raiffeisenbanken, der Deutschlandbank und der Bundesbank. Das soll nicht Deutschland sein, aber die Sozialbank ist mit drin. Das ist auch eine SLB-Gewerkschaftsbank mit drin, die arbeiten natürlich national zusammen, das ist ein klarer Fall. Und das war jetzt alles ohne Gewährleistung, ohne Haftung, weil ich ja nur 52 Jahren und nicht mehr gelesen zu bin, was habe ich irgendwas falsch gesagt. Also jedenfalls zur Sicht meiner persönlichen Dinge hier in Bologna von diesem Bauwerk. Noch steht es ziemlich schief, aber um Gottes Willen wird es noch weiter stehen. Zwei männliche Statussymbole, Ballesymbole. Der Kirsch im Hintergrund war, weil sich die Bauherren da auch ein bisschen was dabei gedacht haben. So, mit Orange zeigt sich Johanna, Johanna Bologna an, dass sie auch Sozialsponsoren sind. Er hat hier kulturelle Veranstaltungen. In Bologna ist ja Kulturhauptstadt im Jahr 2000 gewesen. Und die brauchen dann auch Sponsorengelder. Damit man dann über die sogenannten Spesen speisen konnten. Das kann also die Inga sein, das kann die Postbank sein, wie auch immer, was auch immer, was mich ja nicht anzugehen hat. Links eine, dass der kleine Turm aber wirklich eine erhebliche Schräglage hat. Man sieht gar nicht, dass der irgendwo abgestützt ist. Also sehen wir jetzt hier so ein paar
Straßen gelegt haben, hier und dann da. Also die hier war, da schon ein bisschen einfach. Ich war da dabei, da findet sich das. Ne? Wenn man beachte noch mal die orange Farbe, ne? Blau, rot, rot, schwarz, Sparkasse, blau, ja, Deutschland, Wirtschaft und so weiter. Das sind wir schon beim Orange, finde ich. Jetzt ja kurz nach 10:30, es läutet immer noch. Ne? Wir können doch nicht durch. Ich könnte fragen, weil ich alleine bin. Du bist schon alleine. Alleine im Film. Das ist eben dann eine freiwillige soziale Arbeit. Ja. Du wirst nicht in Holanda hier, der ganze Film genannt. Lang ist es her, also Katastrophenschutz geprüft. Links das X-Men-Symbol, der Berg und Hüttenleute, also irgendwie ist das ein X, das ist die 10 im Römischen, da ist also dann auch die Haftpflicht. Orange, ja, rechts, 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 die Inhaber, können auch behinderte Leute sein. Ich höre, wie gesagt, dass die aktuelle Lage bei Türme hier in Balania. Ja, den 5.6.2016 in Aktualität. Also eigentlich wollte ich ja keine Kommentare abgeben, aber es geht um die Aktualität einer Amateur-Filmaufnahme am Sonntag verteilt. Sonntag, den 5.6. Heim. Also nochmal ein Ohr hier. Dreh Mainz und Bahn zur Akkreditierung und Zertifizierung. Wir haben ein altes Symbol. Wie gesagt, das hat immer alles rot-blau hinaus. Rot-weiß, öffentliche Form, blau, private Form. Also blau ist auch das Meer, der Himmel. Ja, also was ist so ein bisschen, naja, Arbeitsplätze müssen wir auch in Bologna reisen, da müssen wir die Samen erinnern. Und jetzt ein Fahrer. Das ist jetzt hier das Double X. Ja. Feinheiten. Das ist ein Fahrverbot. Also das habe ich ja schon eingestellt, denn genau vom Stöckchen in Stöckchen müssen wir das noch beschaffen, und zwar in hellbraun, würde ich mal sagen, oder gold, hellbraun. Was habe ich so ein Teil zu Hause in Berlin, eine Wohnung will sie live, ein Fenster rein. Also ich habe nichts gesagt, dass es Inhaberfarmen sind, aber das halt. Wie gesagt, es läuft doch alles so ein bisschen auf den Stammbach hinaus. Und dann ja weit ein Stammbach zu damit sein, also Uwe Lindenberg zum Beispiel, Erinnerungen, da haben wir die Rockerfilme. Das ist einer hier von den 70 Türmen, die es dann mal gegeben hat, noch stehen. Holland hat wahrscheinlich bisher schief zu sein. Da waren sie solide gebaut. Ja. Muss ich sagen. Wer sagt es denn, ne? Das ist ja was mit Jazz und Jazz.
Den Namen kenne ich irgendwo, als Deutsche Nasen. Das hat gut gefallen. Thank you.